Hallo liebe Fische, herzlich willkommen bei Inbalz Tarot. Gerne möchte ich heute eine Ich- und Du-Legung für dich machen. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Okay, schauen wir mal, für Fische bitte. Ich und Du. Ich und Du. Für Fische bitte. So. Fische, Fische, Fische. Ich und Du. Ich und Du für Fische. So. Oh, 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 oh. Was ist das? Ach, der Kelche. Merkt ihr die Karte? Okay. Hier bei dir habe ich auf Kopfebene die Sonnenkarte. Ah, und hier habe ich 10 der Stäbe. Okay. Das hat sie schon mal bei dir angekündigt. Ja, ja, diese spirituelle Überholung hier. Ich habe den Eindruck, dass du hier mit der Sonnenkarte mit deinem Kopf ganz woanders bist mittlerweile. Das ist die Erleuchtung, wortwörtlich. Ich habe den Eindruck, dass du spirituell viel wacher geworden bist, Fische, spirituell weiser geworden bist, jetzt intelligenter bist, emotional intelligenter bist, ja, dass du da sehr vieles über dich selbst verstanden hast, über dein Leben verstanden hast, über deine Beziehungen verstanden hast, und das ist mühsam für dein Gegenüber, Fische. 10 der Stäbe, oder? Das ist für diesen Menschen, wenn dieser Mensch jetzt 10 Stäbe einen Berg hier hochtragen müsste. Ich habe den Eindruck, das klingt jetzt klischeehaft, aber ich habe den Eindruck, dass deine fabulöse Art hier, dass deine spirituelle Kraft hier dein Gegenüber überfordert. Okay. Das ist too much für diesen Menschen. Dieser Mensch versteht manchmal nicht, wovon du sprichst. Nicht, weil du Stuss redest. Nee, ist zu hoch gestochen. Wenn du über Emotionen, über menschliche Beziehungen und solche Dinge redest, versteht dieser Mensch nur Bahnhof. Und es ist für diesen Menschen ziemlich mühsam, ziemlich anstrengend, da mit dir Schritt zu halten. Okay. Was habe ich hier auf Herzensebene bei dir? 7 der Schwerter. Ah, du, zögerst du hier momentan eine Entscheidung hinaus in Bezug auf diesen Menschen? Könnte es sein, dass dir gewisse Dinge durchaus bewusst sind und du diese nicht so recht einsehen möchtest? So, schau, weitere Erweiterung hier in spiritueller Hinsicht. Du dir diese nicht so sehr eingestehen möchtest und deswegen einer Entscheidung ausweichst, könnte es sein, dass du hier ein Zusammenstoß verhinderst, einen Scheideweg verhinderst, diesen Moment da, wo es nun um alles oder nichts geht, versuchst zu verhindern? Wenn dir jetzt im Moment irgendetwas zuwider wäre, Fische, dann ist es dich mit diesem Menschen an einen Tisch zu setzen und alle Karten auf den Tisch zu legen. Du weißt ganz genau, was sich dann herausstellen würde. Ganz genau. Dass du eine Nummer zu groß bist für diesen Menschen. 2, 3, 4 Nummern zu groß. Das ist die Sonnenkarte. Es gibt keine größere Erleuchtung. Du weißt ganz genau, dass dieser Mensch deine Seele nie befriedigen wird. Hardcore, ja. Man muss keine Schimpfwörter benutzen, um hardcore zu reden. Muss gar nicht krass reden. Hat's wehgetan, Fische. Ah, warum hat's wehgetan? Warum hat das jetzt wehgetan, dass ich das sag? Dass dieser Mensch deine Seele nie befriedigen wird. Wenn dem so wäre, Fische, würdest du jetzt denken, interessiert mich nicht. Das ist nicht der Fall. Es tut mir nicht weh. Ja, aber es ist eben der Fall. Es ist der Fall und ich habe es gerade ausgesprochen für dich. Bitte sehr, gern geschehen. 7 der Kelche bei deinem Gegenüber. Ich sag dir eins, das hier ist eine Konstellation, wo das Gegenüber so krasse Minderwertigkeitskomplexe hat dir gegenüber, dass er sie hier ständig Angst davor haben wird, dich zu verlieren. Okay, an eine andere Person dich zu verlieren. Weil dieser Mensch sieht ein, dass ihr nicht auf Augenhöhe seid.
Dieser Mensch sieht ein, dass du besser bist. Ah. Ich empfinde das als das Schwierigste im Leben. Also ich habe schon jetzt so jenen, die halt jünger wie ich waren oder die kamen dann oder hey, ich habe Mühe in Französisch, wie soll ich das am besten? Oder da konnte ich ihn mal anleiten oder geh so und so vor, so lernst du Französisch am besten. Oder und dann war ich in der IT-Branche, war ich für den Betrieb zuständig und da habe ich auch Schulungen gemacht, IT und dann noch ein hochkomplexes Produkt. So gingen die Schulungen. Ja, konnte ich immer, gar keine Probleme. Und auch Handwerkliches kann man immer den Leuten beibringen. Das aller Schwierigste, finde ich, dass man den Leuten beizubringen versucht, ist Selbstwert. Ich glaube, über YouTube habe ich schon vielen ihr Selbstwert beibringen können, aber ich glaube, in meinem privaten Umfeld, alle, denen ich ihr Selbstwert beibringen wollte, haben sich von mir abgekehrt. Als ob ich sage, geh und spritz dir Drogen. Als ob ich sage, geh im Casino spielen und werd süchtig. Ja? Als ob ich sage, geh da in den Puff arbeiten oder so. Ja, aber man hört gewisse Dinge, hört man nicht gerne. Und ich denke, oder hier auf YouTube kann ich das ziemlich gut vermitteln, weil du mein Gesicht nicht siehst, gell? Alle anderen nehmen es persönlich und haben das Gefühl, ich zerstöre ihr Leben. Aber das ist halt so, wenn man das erkannt hat, dann gibt es viele Verbindungen, die man dann abhakt. Und oftmals sehe ich hier in den Legungen, dass das Gegenüber den Wert meiner Zuschauerin, meines Zuschauers besser einzuschätzen weiß, wie meine Zuschauerin, mein Zuschauer selbst. Sehe ich auch oft. Das ist die verbindende Energie, der Teufel. Das gefällt dir hier. Deswegen zögerst du es hinaus. Also eigentlich, wenn es nach Logik gehen würde, müsstest du jetzt hier einen Schlussstrich ziehen. Aber es ist verführerisch, das Hin und Her. Ist verführerisch. Ja? Und auch dein Gegenüber spielt hier gerne mit dem Feuer. Okay? Es zieht euch irgendwie, oder das ist die Teufelskarte hier, irgendwie findet ihr es beide anziehend, diese Reibungen zu haben. Es gefällt dir irgendwie, dass du zwei Nummern zu groß bist für dein Gegenüber. Dein Gegenüber, ja, mag es irgendwie, sich so sadistisch zu foltern. Ich versuche, Fische zu erreichen. Oh nein, ich fühle mich so blöd. Gefällt euch? Man kann... Übrigens, man kann ein gesundes Leben führen und solche Dinge kann man dann gegen Bezahlung in Clubs. Es gibt Clubs für das. Es gibt Dienstleister für solche Dinge, ja, wo man diese Seite an sich befriedigen kann. Dann kann man raus und dann nach außen oder im Leben, was heißt hier nach außen, einfach im Leben dann in den restlichen Bereichen dann gesunde Entscheidungen treffen. Das kann man, ja, ohne sich den Alltag zu versauen. Ich meine ja nur. Nee, ich werde von niemandem bezahlt. Bei einem geht es darum, hier mit der Teufelskarte, dass ihr gemeinsame Verpflichtungen habt. Ja, eine Hypotheke, die ihr gemeinsam abzahlen müsst, ein Kind, das ihr gemeinsam habt, ja, solche Dinge, ein Haustier, das ihr gemeinsam habt, okay, oder dass ihr deswegen nicht oder eher zusammenhält, als dass ihr euch trennt hier, okay. Was ist die trennende Energie hier? 9 der Münzen, ja, Kopfdeckel. Fische, du und dein Gegenüber, ihr werdet beide alleine besser dran. Ja. Ich kann das nicht verschönern, sorry. Also ich habe jetzt auch, ich habe ein super Rosenparfüm entdeckt. Ich rieche voll nach Rosen. Seit gestern Abend. Also an mir liegt es nicht. Ich kann euch nicht die Legungen verschönern. Die Legungen kann ich euch schon verschönern. Das ist kein Problem. Aber euer Leben bleibt so. Ist so. Wir werden jetzt hier in der Fortsetzung sehen, okay? Ich werde hier mit diesen Karten schauen, was hier zwischen euch beiden passieren wird. Dann werde ich mit diesen Karten schauen, was du vor deinem Gegenüber versteckst und was das Gegenüber vor dir versteckt. Und diese Karten hier werde ich für jene, die keinen Kontakt haben, fragen, wann hier der nächste Kontakt stattfinden wird. Den Link zur Fortsetzung, Fische, findest du unten in der Infobox im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye, bye.